Ja, und damit wollen wir jetzt vors Kanzleramt schauen zu Michael Wöhlenweber. Michael, die westliche Welt steht zusammen. US-Präsident Joe Biden hat in den vergangenen Stunden erneut 500 Millionen US-Dollar für Militärhilfe in der Ukraine bewilligt. Wie wird die Bundeswehr weiter jetzt eingebunden, um natürlich auch die NATO-Ostflanke zu stärken? Ja, darum geht es aus deutscher Sicht vor allen Dingen natürlich, die NATO-Ostflanke, wie du schon sagtest, zu stärken. Und der SACEUR, also der NATO-Oberbefehlshaber, hat jetzt freie Hand, die NATO-Eingreiftruppe, die NATO Response Force, einzusetzen. Aber das wird er nicht in der Gänze tun. Das sind rund 40.000 Soldaten. Es geht wohl zuerst einmal um die schnelle Speerspitze sozusagen, der Eliteverband dieser Eingreiftruppe, der mobilisiert werden soll, der verlagert werden soll, offensichtlich zumindest in Teilen. Es sind so 7.000 Soldaten. Das sind vornehmlich Franzosen, da sind Deutsche nicht so stark drin vertreten. Das ist ja ein rotierendes System im Übrigen. Deutsche Soldaten wären da mit maximal 700 Soldaten zuerst einmal dabei. Aber Deutschland tut tatsächlich etwas, nämlich in der Ostsee. Eine Fregatte, eine Korvette wurde hingeschickt. Dann werden Patriot-Flugabwehrraketen angeboten. Air Policing in Rumänien ist verstärkt worden, also mit Eurofightern. Und es werden Kompanien zum Beispiel in die Slowakei und auch nach Rumänien verlagert. Das ist zuerst einmal das, was wir wissen, was bekannt ist. Da könnte durchaus also noch etwas dazukommen. Das ist abhängig. Und da hat der SACEUR, also der Oberbefehlshaber, tatsächlich freie Hand, jetzt aus dieser Eingreiftruppe Einheiten anzufordern. Michael, der Kreml hat ja der Ukraine ein Gesprächsangebot für einen Frieden gemacht. Die Ukraine würde auch einwilligen. Allerdings, da braucht man natürlich auch Vermittler. Spielt Deutschland überhaupt noch eine Rolle in dieser Frage, in dieser wichtigen Frage? Also im Moment habe ich nicht den Eindruck, dass Deutschland da eine Rolle spielt. Annalena Baerbock hat ja dieses Diskussionsangebot letztendlich in Bausch und Bogen auch verurteilt. Auch die EU-Außenminister, die gestern Nachmittag getagt hatten, Carsten, da war das noch nicht einmal ein Thema, dieses angebliche Angebot von Wladimir Putin jetzt zu verhandeln. Das hat natürlich auch seinen Grund. Auf der einen Seite bezichtigte er die Regierungsmannschaft um Selenskyj als Drogensüchtige, als Nazis. Zum anderen ruft er dann zum Putsch des Militärs gegen die eigene Führung in der Ukraine auf. Also das ist natürlich alles nicht gerade vertrauenswürdig, um wirklich zu glauben, dass das ein ernsthaftes Angebot ist.